Das ist, wie der Doktor immer so sagen würde, unfassbar. Und wenn der Doktor das sagt, dann stimmt das. Und damit auch von mir ein unfassbares Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge Werder TV Inside. Ihr seid einfach nur Liebe, deshalb gibt es auf jeden Fall auch eine Menge grüne Herzchen hier von mir. Wow, Vorschusslorbeeren, jetzt müssen wir liefern. Aber zum Glück sind wir gut vorbereitet. Moin Werder-Fans, wir haben ein Gewinnspiel für euch. Und das lohnt sich auf jeden Fall, also dranbleiben. Außerdem gibt es alle Infos zum Spiel in Leipzig und ein großes Lob an euch, an die beste Community der Welt. Das zeigt wieder einmal, dass Werder eSports ja in der gesamten deutschen FIFA-Community einfach eine ganz andere Community hat, Freunde. Diese Community ist zu krass, wirklich. Allen, die das noch nicht wussten, dürfte es spätestens am Donnerstag klar geworden sein auf Twitch. Beim großen Weihnachtsstreamerei-Charity-Stream von Werder eSports, da habt ihr richtig abgeliefert. 1.150 Euro. Das, mein lieber Doc, ist nicht ganz richtig. Inzwischen sind sogar 1.200 Euro. Ganz, ganz großes Kino. Ich finde es schön, dass sich Menschen dazu bereit erklären, für so eine Sache Geld auszugeben, weil im Endeffekt ist es keine Ausgabe an sich, auch nicht ein Verlust des Geldes, sondern einfach nur ein Gewinn. Einfach nur ein Gewinn, ein Riesengewinn für viele, 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 viele Menschen. Und wenn ihr jetzt sagt, ey, da würde ich auch gerne mitmachen, aber das habe ich gar nicht mitgekriegt, keine Sorge, ihr könnt noch das ganze Wochenende spenden unter folgendem Link svw.de/Weihnachtsstreamerei. Da könnt auch ihr mitmachen. Unfassbar! Und jetzt kümmern wir uns erstmal um das Spiel gegen RB Leipzig und dazu haben wir mit Davy Selke gesprochen. Was ist es jetzt für Inside, oder was? Das für Inside, ja. Mhm. Über alles Mögliche, über Spiele gegen Vereine, bei denen er schon gespielt hat, über Tore, die er da geschossen hat, über vergangene Spiele, über Kontakte zu Leipzig, über das kommende Spiel. 1000 tolle Inhalte. Davy ist so, dass er morgen nicht spielen wird, das muss ich klar so sagen. Also können wir diese ganzen tollen Inhalte einfach direkt in die Tonne kloppen. Das ist ärgerlich, beschissen, unglücklich, nervig. Unfassbar. Ja, von mir aus. Auf jeden Fall bricht da nicht nur eine Alternative für den Sturm weg, sondern eben auch Inside-Inhalte. Aber die gute Nachricht, trotzdem kriegt ihr hier natürlich alle Infos zum Spiel gegen Leipzig. Herzlich willkommen zu PK, der Spieltagscheck. Ich habe zwei sehr gute Trainingseinheiten bis hierhin gesehen. Insbesondere gestern war sehr, sehr viel Tempo und Intensität drin. Und der Glaube, dass wir dieses Spiel in Leipzig gewinnen können, ist auf jeden Fall da. Auch wenn es natürlich jeder Dienstagabend Leipzig gesehen hat gegen Man United. Also was die da die ersten 25 Minuten gemacht haben, das war schon beeindruckend. Aber trotzdem gibt es in jedem Spiel Lösungsmöglichkeiten. Und ich glaube, wir haben die ein oder andere gesehen. Im vollkommenen Bewusstsein, ob der Flexibilität auch von Leipzig und dass man auch nicht weiß, wer spielt, weil sie natürlich einen Kader haben, wo jetzt auch mal 4, 5 andere Spieler spielen können, also einen Pausen und einen Sørloth vielleicht jetzt bringen zu können, theoretisch, oder einen Forsberg nach 55 Minuten auswechseln zu können, das sind schon Luxusprobleme, aber trotzdem rechnen wir uns was aus. Und das strahlt die Mannschaft aus, das hoffe ich, dass ich das ausstrahle. Was die Einstellung, die Herangehensweise und die mentale Verfassung angeht, ist es eine Blaupause, das kann man sagen. Weil an dem Tag haben wir das zusammengebracht, was wichtig ist in solchen Spielen. Auf der einen Seite diesen unbedingten Glauben, die absolute Aufmerksamkeit und Aggressivität, aber auch, und das darf man auch so sagen, das Wissen darum, dass der Gegner natürlich individuell deutlich stärker ist. Also man darf in solche Spiele auch nicht so reingehen nach dem Motto, ja, wenn wir alles raushauen, dann wird das schon. Weil man muss auch bereit sein, in gewissen Situationen zu akzeptieren, dass der Gegner Dinge kann, die man dann akzeptieren muss und in solche Bahnen lenken muss, dass man trotzdem das Ergebnis vernünftig gestaltet. Die taktische Herangehensweise ist für mich keine Blaupause. Es sind unterschiedliche Mannschaften, es sind unterschiedliche Stärken, Schwächen. Mit Sicherheit haben sie einige Themen, die ähnlich sind. Thema Geschwindigkeit, individuelle Qualität und so weiter. Aber ich würde schon sagen, dass die taktische Herangehensweise nicht 1:1 kopierbar ist. Das war PK, der Spieltagscheck.
Ich glaube, wir dürfen uns auf ein spannendes Spiel freuen. Ja? Aber eben ohne Davy. Aber keine Sorge, ich habe die Lösung. Wir haben die Lösung. Werder TV Inside hat die Lösung. Und die ist eine ganze Nation. Denn, pass auf, Fun Fact. Beim ersten Werder-Sieg gegen Leipzig der Bundesliga-Geschichte haben getroffen Junuzovic, Krilic und Kainz. Und damit drei Österreicher. Also können wir von Romano und von Marco ganz schön was erwarten. Viel. Viel. Marco kann gerne wieder wie in Dortmund an der zweiten Stange das Ding reinköpfen. Und von Romano halte ich auch sehr viel. Ist ein super Spieler, ist ein guter Junge, der immer dazu lernen will, der auch richtig Gas gibt im Training und der jetzt sehr, sehr gute 10 Minuten hatte. Deswegen hoffe ich, dass er weitere Minuten bekommt und da weiterhin zeigt, was er kann. Also wenn ihr mich fragt, habe ich sogar die Erklärung für diesen österreichischen Erfolg. Die sind schneeerprobt und kommen mit der Kälte gut klar. Versteht ihr nicht? Dann fragt mal Uwe. Moin, jetzt geht's los, Leipzig, Auswärtsspiel Leipzig. Zu Leipzig, Leute, da fällt mir eine Geschichte ein. Wenn ich die erzähle, werdet ihr alle sagen, der Uwe ist der bekloppt, der ist total bescheuert. Das war im Dezember. Leute, das war so kalt da. Wir rein, aufgebaut, Klappe auf und die erste Zeit war da gar nichts los, überhaupt nichts los. Also haben wir halt gesessen und Füße auf dem Boden. Dann sind die Füße festgefroren, die Schuhe sind am Fanmobilboden festgefroren. Ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich sag, Alter, ist das hier scheißkalt, Leipzig, das ist so kalt. Ehrlich, und wenn du länger wie 2 Minuten auf eine Stelle stehst, frieren dir die Füße. Das ist so unglaublich gewesen. Das ist meine Leipzig-Geschichte. Also, wer nach Leipzig fährt im Winter, immer schön warm anziehen, Jungs. So, und ich muss los. Bis dann, ciao. In diesem Sinne, doppeldeutiger Tipp von mir, warm anziehen. Das ist genau die perfekte Überleitung zum Gewinnspiel, denn da gibt's was Schönes zum Anziehen. Ihr könnt dieses Trikot gewinnen. Folgt uns auf unserem Instagram-Kanal Werder Frauen, liked unser Gewinnspielbild und kommentiert dieses Video mit Hashtag Werder Frauen und eurem Instagram-Namen. Und schon nehmt ihr teil. Perfekt, das ist es. Übrigens, ihr bekommt das Trikot mit eurem Wunschvlog. Wen würdest du nehmen? Yasa 31. Das Schwerste an diesem Gewinnspiel dürfte sein, zu entscheiden, welchen Vlog man dann am Ende haben will. Mitmachen an sich ist total easy. Und für alle, die nicht warten wollen oder bei Gewinnspielen sowieso nie Glück haben, keine Sorge. Die Trikots mit den offiziellen Vlogs der Werder Frauen gibt's im Fanshop. Genauso übrigens wie die Autogrammkartensets unserer Werder-Frauen, handsigniert. Da lohnt sich reinklicken auf jeden Fall. Das ist jetzt gar keine Produktplatzierung. Diese Mütze, die hält unfassbar warm. Also wirklich, die hält unfassbar warm. Also so auch, wenn man dann mal wieder ins Stadion gehen kann oder so. Richtig, richtig gut. Und warm anziehen ist ja angesagt. Nicht nur für unsere Männer in Leipzig, sondern auch für unsere Frauen gegen den VfL Wolfsburg. Deshalb gibt es auf jeden Fall auch eine Menge grüne Herzchen hier von mir. Für euch da draußen heißt das Daumen drücken. Wir sehen uns dann am Montag wieder nach dem Spiel in Leipzig und vor dem Spiel gegen Dortmund. Bis dahin. Tschüss. Und jetzt könnt ihr uns noch ein Abo dalassen oder noch mehr Werder TV-Videos euch anschauen. Hilft das beim Gewinnspiel? Nö, aber einfach so.